jetzt kommt da einer. Boah. Da ist ja noch einer. So, mehr Heilung. Hey. Mein Schutzengel, danke. Geht es Ihnen gut? Ich atme noch. Hier, ich öffne die Tür. Wo finde ich Sie, wenn ich Sadono habe? Auf dem Dach. Nicht besonders einfallsreich. Aber wir benutzen auch keinen Militärhubschrauber. Also schlüpfen wir vielleicht durch. Tidiat. Ruhig weiter. So, zweite Leiche. Dritte Leiche. Jetzt noch die zwei hier, aber die sind ja schon im Dunkeln. Okay, go. Was ist mit Soth? Er ist der Teil des Spiels, der mir die meisten Sorgen macht. Warum sollte er so viel für... Indonesien interessiert ihn nicht. Offiziell ist es noch als... Ha! Wenn Soft... Ja. Wissen Sie, wo sich Soft... Wenn ja, Grace, ja. Schnell speichern. Ich brauche Techniker, ich brauche Batterien, ich brauche Leute im Studio, jetzt! Sadono möchte eine Botschaft aufzeichnen. Ich weiß. Du hast die Nachricht abgefangen. Mhm. Du musst schnellstens zum Studio. Ich erhalte haufenweise Gesprächsfetzen über Fluchtwege. Das Studio ist unsere letzte Möglichkeit, Sadono lebend zu ergreifen. Wenn er rauskommt, wird er entweder verschwinden oder erschossen. Beides nützt uns nicht. So. Oh, hat der mich überrascht, der Schlingel. Hä? Nicht mal so. Nee. Habe ich Haftkamera. Nein! Die Haftkamera kann ich doch, auch. Fail shot. Stufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Minipack, 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 Minipack. Endlich.
kann ich irgendwo hinklettern. Nee, kann ich nicht. So. Number one. And number two. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Kann ich da durchs Fenster oder was ist das? Hier ist ein Fernseher, oder? Nee, da kann ich. Das ist doch ein... Ah. Wo komme ich ins Studio? Ja. Hier ist Adono. Das weiß ich. Der Dono bei Bewusstsein ergreifen. Oh, wir kommen ins Final. Boss. Ich höre ein Geräusch. Nein! Was war das letzte Mal? Habe ich das, also vor 2 Jahren, habe ich das irgendwie ganz komisch gemacht. Da hatte ich auch keine volle Heilung. Da hatte ich genauso viel wie vorhin. Da habe ich das irgendwie mit Rauchgranate und dann runter und Ummacht geschlagen, wieder hoch und... Da sitzt er. Ne, das ist er nicht. Das da hinten ist er auch nicht. Da ist er. Gut Glück. Ton, Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Bürger dieser Welt. Ich lebe, bin unversehrt und Ihnen näher, als Sie glauben. Es ist nun 10 Tage her, dass die US-Regierung mich für tot erklärt hat. Vor einer Woche sah ich mich bedauerlicherweise gezwungen, den Pockenvirus auf amerikanischem Boden freizusetzen. Ich hoffe, dass die amerikanischen Bürger diese Lektion verstehen und endlich begreifen, was für ein Leid ihr Überfluss in der restlichen Welt hervorruft. Sie werden mich nicht töten können. Sie werden Suhadi Sadono niemals finden und nie mehr ruhig schlafen können. Amerika ist alleine für diese Katastrophe verantwortlich. Wir werden Amerika beobachten und so lange strafen, bis es lernt oder untergeht. Und? Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Warum ist ein Schnitt? Licht. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken? Nein, keine Zeit. Das wird schon gehen. Fertig, Leute, wir verschwinden. Und Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken?
Nein, keine Zeit. Das wird schon gehen. Fertig, Leute, wir verschwinden. Das täuscht. Man sieht mich da. Auch granatehaft. Ablenksystem war das, was ich vorhin gesucht habe. Verdammt, Fischer! Du hast den einzigen Ausweg ausgenockt! Ihr seid so gut wie tot! Die Und? Schnitt! Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Nicht schießen! Wir dürfen Sardonos Leben nicht aufs Spiel setzen! Machen Sie schon! Ich bin bereit! Aber wir kennen uns doch noch gar nicht! Töten Sie mich! Ich habe keine Angst! Da haben Sie Pech! Verdammt! Aber so klappt's. Halt, wir dürfen nicht schießen. Sardonos Leben ist in Gefahr. Und? Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig ist. Nein, vorhin hat's geklappt. Und? Schnitt. Noch zu früh abgebogen. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus da. Und? Schnitt. Gut. Nicht schießen! Wir dürfen Sardonos Leben nicht auf... Verdammt, es muss ganz schnell gehen. Ganz schnell muss das gehen. Und? Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war. Nicht schießen! Wir dürfen Sardonos Leben nicht aufs Spiel setzen! Machen Sie schon! Ich bin bereit! Aber wir kennen uns doch noch gar nicht! Töten Sie! Verdammt, Fischer! Du hast den einzigen Ausweg ausgenockt! Die töten Sardono! Und? Schnitt! Rebellen! Gut. Was denken Sie? Tja, dass ich nichts anderes machen kann, wenn ich ihn habe. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Nicht schießen! Wir dürfen Zeit. Also sobald ich schieße. Nee, die haben ja vorhin auch geschossen. Weil die Wahl ist schon gar nicht mal so schlecht. Oder während sie gehen. Und Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken? Und er steht da. Nein, keine Zeit. Das wird schon gehen. Fertig, Leute, wir verschwinden. Und Schnitt. Gut. Verdammt! Das ist ein guter Amerikaner, mein Freund. Du wüsstest, was ich in Wirklichkeit bin. Gut. Links, rechts, links! Verdammt. Und Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ach, das ist...
Und Käse. Schnitt. Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder? Nicht schießen! Was? Für ein und Shit. Schnitt. Gut. Mach ich's mal was anders. Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Ton, Bild und Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Woll. Ich lebe, bin unversehrt und Ihnen näher als Sie glauben. Es ist nun 10 Tage hin. Lol. Mann! Stirb! Du! Sardono hat mich persönlich erschossen. Eine Ehre. Nein, aber muss das irgendwie, muss und das klappen. Schnitt! Gut. Was denken Sie? Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, den Pockenvirus bedauerlich zu nennen. Möchten Sie es noch einmal aufnehmen? Oder eine dritte Version ohne die Pocken. Ja. Wisst nicht, wo ich bin! Sardono, persönlich. Also. Machen Sie schon. Ich hab's geschafft. Aber wir kennen uns doch noch gar nicht. Töten Sie mich. Ich habe keine Angst. Da haben Sie Pech. Wo ist der letzte Pockenvirusbehälter? Wer sagt, dass es der letzte ist? Du. Wenn ich fest genug zudrücke. Wo und wie? Nebenan. Hunderte. Öffne mir mal. Wo ist das Virus? Überall. Haben Sie Kinder? Wo ist das Virus? Hä? Wie viele Kinder? Wo sind sie gerade? Es ist egal. Du machst es nur noch schlimmer. Rede. Ich habe keine Angst vor Schmerzen. Du kannst sie kennenlernen. Ihr könnt vom Schmerz lernen. Wenn Amerika ihn am eigenen Leib verspürt, wird es vielleicht begreifen. Für sie ist es zu spät, aber vielleicht ihre Kinder... Du lernst nicht besonders schnell. Machen Sie weiter, es ist nur Fleisch. Auf geht's, Richtung Dach. Gute Arbeit, Fischer. Du bist auf dem besten Weg, als die graue Eminenz des Weltgeschehens in die Geschichte einzugehen. Oh ja. Wenn ich noch Blut hätte, würde ich sicher erröten. Ist Ingrid auf dem Dach? Ja, der Helikopter auch. Halte Sardono bei Bewusstsein, bis du Sichtkontakt mit Carlson hast. Fischer, können Sie bestätigen, dass Sardono lebt und Sie ihn haben? Ja. Fantastisch. Ach, natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Chaos, das Sie hinterlassen. Wir kehren alles zusammen, wenn Sie fertig sind. Wir sind noch nicht so weit. Bring Sardono aufs Dach. Carlson wartet schon. Mhm. Hier ist Sardono. Hier. Ich hätte ihn in Geschenkpapier einwickeln sollen, aber ich hatte kein Tesa. Ich bin immer erstaunt, wie jung er in Wirklichkeit aussieht. Man könnte meinen, ein kleiner Junge. Sie haben ihn wirklich gemocht. Nein. Vielleicht respektiert. Aber er ist ein Monster. Er hat eine kindliche Vorstellung vom Krieg und kann nicht zwischen Bürger und Soldat unterscheiden. Er denkt, die ganze Welt sei ein moralisch legitimes Ziel. Es gibt nur eine Nation, die gegen die ganze Welt kämpft.
Hey, auf welcher Seite stehen Sie? Sie wissen, dass ich das nicht sagen kann. Ja, klar. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch was Sie tun. Aber dennoch, danke. Ich hoffe, wir werden noch oft zusammenarbeiten. Unser Dono merkt ihr, vertrau niemals einer Frau.